So, wir befinden uns auf dem Weg nach Volkwardingen in der Lüneburger Heide, wo die Tour starten wird. Es ist bislang sehr trocken, ein bisschen bewölkt und es sind angenehme 13 Grad. So, ich befinde mich jetzt bereits auf dem Fußweg nach Wülsede zum Todgrund. Ja, das Weiterfahren mit dem Auto ist natürlich nicht gestattet. Hier geht es nur zu Fuß weiter ins Naturschutzgebiet, was auch vollkommen in Ordnung ist und so sein muss. Ich befinde mich hier im Autobahntunnel. Das scheint übrigens der erste Autobahntunnel zu sein, der graffitifrei ist. Noch. Ja, der Weg führt entlang der Straße zum Forstamt Sellhorn durch dieses kleine Waldstück parallel zur Straße. Es ist wunderbar zu laufen hier mit dem Waldboden. So, man sieht schon eine leichte Morgendämmerung. So, hier stehen wir am unteren Rand vom Totengrund. Wie man sieht, neblig. Vielleicht passiert heute noch was. Ja, so sieht es hier im Nebel aus. Ist ja ein bisschen wild romantisch. So, das ist die Waschküche Totengrund. An dieser Stelle hätten wir einen wunderbar prächtigen Blick ins Tal. Es ist heute neblig. Von diesem Ausblick haben Dichter Geschichten geschrieben. Ja, mit diesen Nebelbildern möchte ich mich für heute verabschieden. Vielen Dank für das Interesse. Bis bald.